Es wächst nicht alles auf unserem eigenen Mist. Bestimmt nicht. Na? Ja, man muss lernen, man muss annehmen, man muss lernen, lernen, lernen. Klar. Na? Man kann ja hinterher, könnt ihr eure eigene Mischung machen, natürlich. Aber wirklich erstmal alles aufnehmen, fressen, was nur geht. Geistig, na? Und musikalisch. Ja, und dann kommt es im geeigneten Moment, kommt dann die eigene Mischung nämlich zutage. Ja. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und Sie sagten bei Ihrem... Dürfen Sie? Abend. Darf ich das mal im Deutschen sagen? Das stört mich immer furchtbar. Stimmt, dass Sie immer alle sagen, ich darf Sie. Ja, Sie dürfen, das heißt, Sie sind erlaubt. Was ist erlaubt? Auf alle Ansagen, die sagen, ich darf jetzt das. Ich habe auch ehrlich gesagt Hinwerden. Magenbrummeln. Okay. Und deswegen fallen mir nur solche umständlichen Formulierungen ein, aber ich... Sag's ja mal im Radio. Elisabeth Schwarzkopf mir den nötigen Glanz zu verleihen, weil das, was anzusagen ist, fällt nicht so ganz einfach, ist aber im Sinne der Sache, ja, glaube ich, berechtigt. Es gab heute ein Vorsingen, es wurden 6 Sänger genommen, zunächst waren es 5, dann fand sich plötzlich jemand, der Mut fasste und auch noch vorsingen wollte und stellte sich heraus, dass das eine freudige Überraschung war. Ja, ich wollte ja zunächst nur zuhören. Und dann kam ich hier an, wollte meinen Zuhöreintrittgeld bezahlen. Und dann stand da Herr Hüll und hat gesagt, ach ja, war ganz verzweifelt, sie hätte so wenig genommen und es wären nur 5 und der Kurs wird verkürzt. Dann habe ich gesagt, na Gott sei Dank habe ich da nicht vorgesungen, sonst wäre ich auch rausgeflogen so. Dann sagt er, wollen Sie nicht noch vorsingen? Das wäre jetzt noch 10 Minuten, haben wir noch Zeit gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn singen? Habe nichts dabei. Ja, was können Sie denn? Und dann haben wir was gefunden, was ich kann und er auch kann. Und dann habe ich das vorgesungen. Und dann hat sie sich ein Lied angehört und hat gesagt, ja, ich möchte mit Ihnen arbeiten. Also es sind insgesamt 6 Sänger. Sänger, die nicht genommen wurden, sind zum Teil jetzt hier unter den Hörern. Und werden hoffentlich was profitieren. Vielleicht rennen sie auch nur erbittert heraus und sagen, sie ist alles Unsinn, kann auch sein. Mhm. Aber ich wünsche Ihnen doch, dass Sie Ihre Ohrwaschung aufmachen und hinhören, gell? Wir haben sehr, sehr gute Sänger gefunden, aber auch im Sinne der Belastbarkeit des Einzelnen. Was heißt Belastbarkeit? Qualität. Auch das. Ist noch nicht da und Technik ist nicht da und manchmal ist überhaupt die Stimme nicht da. Also nun, bitte, ich muss mich schon wieder aufregen. Ich denke, es ist eine sehr gute Lösung gefunden. Frau Kammersängerin Schwarzkopf unterrichtet bis Donnerstagabend. Wir duzen uns nämlich seit längstem, aber er bleibt sehr respektvoll. Und der Unterricht ist öffentlich von 14 Uhr bis abends 20 Uhr durchgehend. Und jeder der Sänger kann dann ungefähr pro Tag eine Stunde intensiv arbeiten. Und ich bin sehr glücklich, weil es nur noch ganz wenige Orte in Deutschland gibt, wo überhaupt noch man das Glück hat, die Kurse miterleben zu dürfen, zu können. Ja. Aber jetzt sind wir hier und heute da. Und ganz herzlichen Dank. Danke. Und jetzt brauche ich noch ein paar kräftige Herren, die den Flügel wieder andersrum stellen. Das steht falsch. Für mich. Aha. Präzise von Anfang an. Gleich kommt der erste Meisterschüler. Was wird sie an ihm wohl korrigieren? Wieder im Rumpf. Das so. Nehme ich. Und den darf ich zurück. So ist das okay. Na, jetzt kommen wir den Ganzen noch hierher ein bisschen mit dem Ganzen. Da. So. So. Kleiner Kind, kleiner. Sie machen eine riesige. So eine Geschichte. Das ist es nicht. Wissen Sie, ich sag's ja, Sie haben das Gefühl, Sie haben eine Orange im Mund. So was Riesiges. Warum denn? Da sollen sie singen, da ist die Kraft drin, nicht in der Nase, dahinter, yes. Der Resonanz, wissen wir schon, gell? Da kam das Alte. Da kam, in der Maske. Ja. Da kam. Ja, aber nun nicht laut. Ja. Da kam. Nee, da. Da kam. Höher. Da kam das Alte. Es ist leider zu tief.
Ich höre es jetzt nicht. Also ich habe jetzt... Ja, wissen Sie, Sie hören wirklich sich nicht von außen zu. Und Sie haben nicht diese plötzliche Vorstellung, wo ist dieser Ton? In jeder, technisch, ausdrucksmäßig, höhenmäßig, wie, wo? Und das dann erst zu machen, wenn Sie sich denn vorgestellt haben. Es ist zu dick, Sie singen nicht schlank genug. Auch eine tiefe Stimme muss schlank singen. Mhm. Gell? Ich versuch's. Ja, nicht so, so bampftig da sowas machen. Das nützt Ihnen nichts. Aha. Fein! Ja, das war ganz, wirklich schön. Können Sie es nochmal machen? Mhm. Da kam das alte Träumen und schlich ins Herz hinein. Also das war so an der Grenze vom allerschlimmsten Kitsch, wie man nur macht. Kindl. Ich mache zu viel, das ist, ja, ich übertreibe ja, schamlos, aber etwas davon können Sie sich ja nehmen, gell? Das kommt sowieso immer nur ungefähr ein Zehntel von dem an, was ich also vormache. Natürlich, weil ich muss es halt übertreiben, ich muss auch euch manchmal nachmachen und sehr übertreiben, das ist klar. Dafür bitte ich also um Verständnis und das ist halt das Los der Lehrer, dass sie mit Karikieren und Übertreiben doch noch vielleicht etwas zustande bringen, ne? Wissen Sie, ein Portamento, ich weiß, ist ganz was anderes. Jetzt singen Sie mal anständig, sauber, Piano. Was steht denn da? Da steht was. Eben, Zeit haben Sie ja, nicht wahr? Aber es ist im Piano, es ist im Piano. Wissen Sie, wo das Piano ist? Haben Sie mal angeschaut, wenn wirklich gute Sänger, Professionelle, wie die Pianissimo und Piano bilden? Wie das ausschaut, was da passiert hier? Wissen Sie das? Haben Sie mal zugeschaut? Ja, eigentlich schon. Ja, da passiert nämlich gar nichts. Der Mund ist ganz klein und man sieht nur und hört, dass sie hineinschwingen in diese Resonanzkammern da hinten und es dann kontrollieren. Und das ist nicht forcieren, man forciert nicht die Kehle, aber man zwingt den Klang da herein in die Maske. Und da wird weder der Mund sehr geöffnet, noch hier hochgehoben, noch alles sowas nicht. Es ist die Einatemhaltung, da, und dann geht es da hinein. Aha. Sie singen, wer hat Ihnen das bloß beigebracht? Was machen Sie bloß? Es ist, als ob Sie dauernd eine heiße Orangenkartoffel im Mund haben. So, wirklich wahr. Statt dass es da klingt, da, in der Resonanz. Versuchen Sie doch mal mit einem kleinen Mund. Benutzen Sie Ihre Oberlippe, die ist vorläufig überhaupt aus der Aktion, total draußen noch. Benutzen Sie sie doch. Die Muskeln haben Sie, die schaden Ihnen ja nichts. Das tut der Stimme überhaupt nichts, im Gegenteil. Diese da, das ist Ihr Schaltrichter, den Sie benutzen können. Und Sie benutzen ihn nicht. Leider. Nicht heller, höher. Das verwechselt ihr immer alles. Gell? Wenn es höher wird, soll nicht unbedingt heller werden. Hier wenn man das dunkel fährt, dann wird es auch zu tief. Es wird nicht zu tief. Wenn Sie würden Höhe, die Obertöne zufügen, was Sie ja sollen, muss es nicht. Sie müssen nur die richtige Intonation denken. Es wird nicht deswegen tiefer, weil Sie es dunkler singen. Aber Kakaret, das ist auch eine Schnapsidee. Gell? Also, höher. Leise. Das wär's. Na, können Sie sich erinnern? Ja, ist okay. Können Sie sich erinnern, wie das klingt? Können Sie sich erinnern? Sie müssen nicht Angst haben, das ist zu wenig. Wissen Sie, das ist mit Liedersingen, ist mit einem ganz feinen Pinsel malen. Sie müssen alle kräftigen Farben auch haben. Aber Sie müssen die winzigsten Details auch malen können. Mit einem feinen Pinsel. Poesie ist nicht auf den Kopf hauen. Mhm.
Diese spezielle Handbewegung, hilfreich anscheinend bei der Klangerzeugung, werden wir heute noch öfter sehen. Hier bereitet sich Lioba Burgtraber auf den richtigen Ton vor. Mit 35 ist sie an der Obergrenze der Kursausschreibung. Mit ihr wird die ehemalige Königin des Legato-Gesangs gleich das saubere Aneinanderbinden mehrerer Töne üben, ohne das stimmlose H dazwischen. Also, was kriegen wir? Den Jäger. Den Jäger von dem Herrn Brahms. Die ganze Zeit furchtbar traurig und blau ist sein Auge. Warum sind Sie da so trauervoll? Und blau ist sein Auge. Nur sein Herz ist zu weit. Verdammt noch eins. Gell? Er geht fremd mit anderen Worten. Ja, also, noch einmal. Und blau. Nein, nicht du Hund. Und blau ist sein Auge. Nee, auch nicht ihr Hüst, auch nicht ihr Hüst. Ich habe diesen Kampf angesagt, Kinder, gegen diese Haars. Einer muss ja. Irgendjemand muss ja in dieser Welt noch das machen, ne? Und das bin unter anderem ich. Es ist sehr langweilig auf die Dauer, wissen Sie, weil ich sage es ungefähr das 10.000. Mal schon. Ja, ich weiß, das ist das Los der Lehrer. Aber das ist ein solcher Viechskampf gegen diese Haas. Und weil berühmte Leute auch Haas singen, da denkt ihr, es ist richtig. Es ist nicht richtig, gell? Das ist eben das Schreckliche. Also. Und blau ist sein Auge, nur sein Herz ist gut, nur sein Herz. Jetzt singen Sie es mal ganz langsam und diese gebundenen Noten wirklich legato. Versuchen wir mal. Das ist, sehen Sie, Sie sind eine von denen. Sie unterteilen es mit dem Ihrem eigenen Kinn. Und blau, warum denn? Und warum machen Sie und blau? Es bewegt sich nichts, Kinder, sind da zwei. Ja, und blau, na? Und blau ist es. Und blau. Nicht nur Hund. Und blau ist. Ja, der Fehler ist, dass sie schon viel zu weit auf sind. Und, nicht ein Kühn hier, und. Und blau ist sein. Warum waren Sie? Sie sind doch in der Mittellage, Kind. Warum machen Sie? Blau ist ein A. Warum? Ja, warum denn das? Es ist wirklich gegen die Regel, dass die Stimme in der Resonanz bleibt. Also, unter anderem. Ja, das ist ja mein Problem. Ist Ihr Problem, eben. Also, nun singen Sie es mal so. Ich will gar nicht sehen, dass Sie singen, zum Beispiel. Und blau ist ein A. Ja, wenn ich wenn Sie die Oberlippe einziehen, wird es ja auch nichts werden. Und blau ist sein Auge, nur sein Herz. Sie sind bei sein schon weg, Sie sind schon bei sein schon im Mund. Nur sein dahin in die Maske. Nichts, wenn Sie da hochgehen. Ich muss Ihnen mal den Zahn ziehen. Ihr glaubt immer, ihr könnt da so singen, wo man von der Natur aus singen würde. Also wie jeder singt, nicht wahr? Das ist nicht, wenn man es lernt. Es müssen bestimmte Lagen in bestimmte Resonanzen gebracht werden, wo Sie gar nicht hinwollen eigentlich, nicht wahr? Und das ist eine schreckliche Arbeit, die Stimme immer in die Resonanzen zu kriegen, wenn sie nicht bei manchen Leuten von Natur aus schon da ist. Das gibt es ja auch, ne? Und das ist eben, also wenn ihr dann dazu noch immer aufmacht, dann ist es immer nur hier, sind lauter Mundklänge. So wie die Kinder eben singen. Die Kinder können aber mit den Sprechtönen,
bis ganz oben hinauf, das können wir aber eigentlich nicht. Nicht wahr? Das Singen ist ganz was anderes. Unser Singen ist auf Distanz, Resonanz auf Distanz eingerichtet. Deswegen ist das Fernsehen so ein Verbrechen, dass sie einem immer in den Hals kriechen. Freilich hören, sehen Sie sich doch an, wenn Sie die falschen Zähne und den Mandel und die Halsentzündung sehen und noch extra beleuchtet. Das ist ja wohl entsetzlich. Es ist eigentlich die Vernichtung der gesamten Gesangskunst, weil die Gesangskunst ist ausgerichtet, Distanz zu überkommen. In der größten Schönheit, Ökonomie und mit der größten Illusion. Aber die Illusion haben Sie nicht, wenn Ihnen die Kamera in die Mandeln kriecht. Das ist dann Pornografie, meiner Meinung nach. Ja. Eben. Leider, es ist so. Es zerstört die Illusion. Und das ganze Singenlernen ist wirklich auf Distanz eingerichtet. Aber das ist in unserer heutigen Zeit, die alles vom unterm Teppich vorgeht und naja, ich will da. Okay. Bitte sehr. In der Resonanz. Abends sing ich hin und klage. Und jetzt klagen Sie schon wieder? Abends sing ich hin und klage. Jetzt binden Sie es doch. Schauen Sie, erstens sollen Sie Legato singen, ich war zwei Töne auf einem Vokal, ist doch klar. Und zweitens gibt Ihnen das auf einer Silberschüssel den Ausdruck. Wenn Sie klage, dann haben Sie den Ausdruck. Aber wenn Sie klage singen, ist nichts weg, aus ist der Ausdruck. Finito. Klage? Direkt klage? Mhm. Und klage. Na, das ist immer noch eine Unterbrechung. Das ist das Haarnadel. Klar, es hängt zusammen, aber es ist nicht klage. Klage. Ja. Sehen Sie mal. Mhm. Klage. Noch immer eine Spur von Haarnadel. Mhm. Klage. Ja. Denken Sie sich doch mal, Sie gehen von einem A in das nächste A. Mit einem Crescendo, klar. Crescendieren Sie mal rein. Klage. Ja, das war schon das. Sie sind mir noch nicht ganz. Sie müssen sich das wirklich zur zweiten Natur machen. Das wirkliche Legato hat keine Einschnürung, wissen Sie? Ja. Ich denke, wenn Sie es einmal kapiert haben, werden Sie es dann immer suchen. Es muss einmal in Ihrem Gehirn registrieren. Ja. Das soll jetzt Legatissimo sein. Diese zwei Noten auf einer Silbe. Klage. Ja. Ich denke irgendwie immer noch zu an die zwei verschiedenen Töne, die zu singen sind. Windisando. Klage. So ist es. Natürlich. Klage. Na, das war schon wieder Klage. Klage. Immer noch eine kleine Unterbrechung. Hineingleiten in das zweite. Klage. So ist es. Nur nicht crescendieren. Das habe ich Ihnen ja nur als Hilfsmittel gesagt, damit Sie es mal wirklich verbinden. Also jetzt darf das ist eine Beschleunigung an dem zweiten Ton, so eine kleine. Und Sie setzen Stufe. Es ist ein A, was keine irgendwelche Stufe hat, keine Treppenstufe. Klage. Bei vielen, Sie werden es sehen, die machen es mit dem Unterkiefer, machen Sie dann Stufen hinein. Klar, das gehört auch noch. Okay. Viele, viele Methoden, nicht Legato zu singen. Ja. Sehr viele. Aber Sie machen es ohne das. Sie denken nicht Legato, bei diesen zwei A und wahrscheinlich bei vielen anderen auch noch, aber eben. Abends sing ich. Nein, es ist immer noch Abend. Wo kommen Sie denn her, aus welcher Gegend, dass Sie abends sagen? Eigentlich aus Franken. Na, da müssten Sie doch. Eigentlich ein scharfes Essen. Würde ich sagen, nicht? Sagen Sie es einmal. Abends. Sink ich hin. Ja, aber natürlich haben Sie nicht so viel Zeit zwischen dem scharfen. Abends sink ich hin und klage. Ja, aber nicht sink ich, das würden Sie auch sink nicht. Sink ich hin. Abends sink ich hin und klage. Abends sink ich hin und klage. Ja, okay. Ich denke gerade, wenn wir noch mal so klagen, dann findet man einen Ausdruck für die Stelle bestimmt heute Abend. Heute Abend singt er hin und klagt. Dann klage ich. Das ist klar. Ja, das macht nichts. Das hilft Ihnen aber. Passen Sie auf. Hin und klage. Wenn Sie sein bisschen in die, wenn Sie sein bisschen in diese Richtung, wenn Sie je an mich zurückdenken sollten, sagen, Moment, die hat Legato gewollt. Wie war das auch noch? Jesus, nicht wahr? Könnte ja sein. Ne? Ja, das stimmt. Einmal. Es muss einmal einhaken irgendwo. Ja. Ne? Ja. Ich hoffe, Sie haben so viel Geduld. Sicher, ich habe Geduld noch und noch. Ja.
Abend sink ich hin und klage, ausblieb sie auch heut. Sie auch heut. Sie. Nein, nein, nicht sie. Mach mal keine Zungen. Na, wie sagen Sie es denn? In der Nacht. Aber es sollte ein reines E sein. In der Nacht, nicht in der. In der Nacht. In der Nacht. In der Nacht. Nicht in da. In der Nacht. In der Nacht. In der Nacht. Sie brauchen das R gar nicht. Das kann ein Diphthong sein. In der Nacht. In der Nacht. Ja, na, weil Sie natürlich da aus Bayreuth singen, da singen, da sagen Sie ja erst ziemlich viel, nicht? Ja, mit viel R. Okay, okay. Ja. Also dann Rollen. Tun Sie es, aber nicht zu viel. Ja, gell? In der Nacht. Das war ein sehr schöner Diphthong, bestens. Das war fein. In der Nacht. Ja, ja. Entschuldigung. In der Nacht mit meinem Kummer lieg ich schlaflos, lieg ich wach, träumend wie ihm. Ja. Ja. Träumend wie im halben Schlaf. Wie? Das machen wir doch nicht. Wie? Er wird's schon machen, er wird's schon machen. Er muss sich nur konzentrieren. Und jetzt einmal Legato, gell? Träumend wie, wie. Hören Sie, Sie haben so eine gute Technik und so eine schöne Stimme. Sie können doch singen. Also es darf nicht ein technischer Grund sein, warum Sie da wie hi machen. Nee, na, eben. Ich hoffe nicht, dass na, eben. So also nun machen Sie mal, singen Sie mal wie. Nur wie. Auf zwei Noten. Und dieses das Intervall eigentlich können Sie beachten, so von der. Natürlich nicht binden, mit anderen Worten. Sie müssen ja auch eine Oktave binden können. Es tut mir ja leid, aber Sie müssen. Sie dürfen auch nicht haha machen die ganze Zeit. Nein, nein. Ah, wo sind wir angelangt? Träumend. Ja. Träumend wie im Halben. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Singen Sie nur mal wie hi. Und dann wie. Wie. Zuerst auf einen. Was Sie wollen. Entweder das Richtige oder das Falsche. Erst. Wie. Dann war es schon besser. Es ist aber nur nicht laut, nicht mit Gewalt. Ja, mit Gewalt, ne? Nein. Leise. Wie. Aha! Was sagt der Mensch? Das wäre ja fabelhaft, wenn es so käme. Es ist ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, aber Sie können ja singen. Sie müssen aber Legato denken. Ohne Legato denken geht's überhaupt nicht. Ja. Sonst kommt es im Verstand nicht mehr an, wissen Sie? Mhm. Es ist der Verstand, der das macht, Legato singen. Das ist nicht angeboren. Ist wirklich nicht angeboren. Träumend wandle. Das war leider wahr, handle. Wandle ich. Ich, nicht ich, ich. Wandle ich. Bei Tag. Ich würde sehr, Sie werden sicher ein sehr guter Liedersänger werden, das ist ganz klar. Aber deswegen haben Sie die Verpflichtung, das wirklich mal in die Hand zu nehmen. Gerade weil Sie so begabt sind. Dankeschön. Ja, ne? Dankeschön. Ach so, das war das Spielchen für so, die Zeit. Schon. Ja. Entschuldigung. Oh mein Gott, ja, wir sind eben ich durch das Flugzeug stehen. Heute ein bisschen. Ach so. Sie kommen aber doch morgen. Ja, gerne. Eben. Natürlich. Machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Jeden Tag kam sie um 1 Uhr mit dem Flugzeug zum Unterricht und flog abends um 8:30 nach 6 Stunden Kurs zurück nach Zürich, nach Hause. Das sind nochmal 1,5 Stunden. Ihr Haus liegt neben anderen in einer ruhigen Gegend etwas außerhalb der Stadt. Hierher kommen auch die Privatschüler. Ein Foto mit Geoffrey Parsons am Klavier, ein beständiges Duo, das jahrelang zusammengearbeitet hat.
Der Kaminsims fast so eine Art Hausaltar. Auch sonst ausgewählte Erinnerungsstücke. Bis 1979 lebte hier auch noch ihr Mann Walter Legg. Man nannte ihn auch Mr. Legato. 20 Jahre lang, von den 40ern bis in die 60er, war er der bedeutendste Plattenproduzent der Welt für klassische Musik. Seine Firma kreierte dieses humorige Plattenemblem ein Signal für höchste Qualität. Ironisch variierte Elisabeth Schwarzkopf das Label und nannte sich ihrem Mann gegenüber Her Master's Voice. Über 100 Platten gibt es von ihr, aber nur wenige Filmaufnahmen. Hier ein Ausschnitt aus Mozarts Hochzeit des Figaro, 1959 im Südfunkstudio aufgenommen. Ihre kleinen Mundbewegungen erwecken den Anschein von Playback. Mit ihrer nicht gerade üppigen Stimme konzentrierte sie sich bald auf wenige Auftritte und wenige geeignete Partien, die sie dann aber ausformte bis in die feinste Nuance. Ihre Interpretationen von Strauss, Wolf, Mozart und zahlreichen Operetten gelten als Meilensteine bis heute. Die harte Plattenarbeit mit Walter Legg förderte ihre Gestaltungsfähigkeit, zwang die Schallplatte doch dazu, wirklich allen Ausdruck allein in die Stimme zu legen. Ohne Gestik, ohne Mimik, ohne Körpersprache. Umso unverständlicher, dass in diesem Kurs so wenige profitieren wollen von ihrer Vorstellungskraft, Klarheit und dieser unentwegten Suche nach dem Vollkommenen. Für mich als Mitveranstalter der ganzen Sache oder Initiator ist das Verwundern ist immer sehr groß, dass nicht die Besten, Begabtesten auch die Interessiertesten sind. Da sind zu viele da, die am Anfang einer sogenannten Karriere stehen und die fast schon das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht lernenderweise in der Öffentlichkeit zeigen, weil sonst das Publikum denkt, wir können noch nicht alles. Das genau geben Tomoko Nakamura und Uwe Heilmann ohne weiteres zu. Beide sind an der Stuttgarter Staatsoper engagiert und nehmen seit 3 Jahren auch privat bei Frau Schwarzkopf Unterricht. Viele große Sänger von heute, die ich kenne, die, wenn ich mit denen rede, die fahren auch noch zu ihren Lehrern. Ja, und die lernen, die guten, wirklich guten Sänger, die sagen, wir haben noch viel zu lernen und wir lernen nie aus. Sie haben immer ständige Stimmekontrolle. Immer. Und das ist sehr wichtig für jede Sänger. Aber ist es denn nicht so, dass man jetzt, wie gesagt, dort dann auf eine sehr harte Art auch kritisiert wird? Das auszuhalten, stelle ich mir nicht einfach vor. Wenn man nicht offen genug ist, wenn man nicht offen genug ist, das eigene Fehler zu akzeptieren. Ja, dann wird man nicht besser. Ja. Aha. Und wie viel besser er geworden ist, das will er heute Abend beweisen. Wegen dieser eigenmächtigen Klapperei am Anfang mussten wir uns mit den Kameras und Mikrofonen teilweise neu einrichten, was uns die Zeit gibt, kurz die Vorgeschichte zu erzählen. Ein halbes Jahr hatte Frau Schwarzkopf Uwe Heilmann nicht mehr gehört. Und als er für das Schubert-Festival im österreichischen Hohen Ems den Feuerreiter aufs Programm setzte, rief sie ihn prompt an und verbot ihm rundweg, dieses extrem schwere Lied vorzutragen. Und jetzt will er ihr zeigen, dass er es doch bewältigen kann. Ob sie ihn aussingen lässt? Ich habe dann noch Nacht und Träume und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben zum Versuchen. Und die Liebe hat gelogen. Und ja, schwer. Das ist elendschwer. Ja. Sehr schwer. Ja. So, also jetzt
Fasten your seatbelts. Das gehen wir auf Feuer. Muss ich Ihnen die Blättern ja da? Ja, ich habe eigentlich nichts mehr. Geh so weit, kommen wir eh nicht. Was das ausgesprochen. Jetzt nochmal, das ist Titel näher. Dass ich auch was sehe. Ich meine, ich kenne es zwar, aber so wieder. Also, meine Herren. Bitte. Seht ihr am Fenster lang? Das ist einmal Pianissimo, Nummer 1. Und da bleibt es auch eine Weile. Seht ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. In der Mühle. Schaut, da sprengt ein wütend Schild durch das Tor der Feuerreiter. Auf dem rippendürren Tier als auf einer Feuerleiter. Schwer fällt ein des Qualm und Schwill, rennt der Schuld ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Dir so oft den roten Hahn meilenweit von fern gerochen mit des heiligen Kreuzes Spahn freventlich die Glut besprochen. Grinst vom Dachgestühle, dort der Feind im Höllenschein, Gnade Gott der Seele dein. Hinterm Berg rast er in der Mühle. Keine Stunde hielt es an, bis die Mühle barst in Trümmer. Doch den kecken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim nach all dem Graus. Auch das Glöcklein klinget aus. Hinterm Berg brennt's. Nach der Zeit ein Müller fand ein Gerippe samt der Mütten aufrecht an der Kellerwand auf der Weinermeere sitzen. Bist du in deinem Grab? Husch! Da fällt's in Asche ab.
ich nehme es alles zurück, behaupte das Gegenteil, Sie können singen. Jetzt muss ich Ihnen dazu nur Folgendes sagen. Manche Vokalgruppen muss man also viel stärker noch, sonst kommt es nie durchs Klavier. Ausgeschlossen. Auf dem Rippen der Rentier. Mindestens, sowas. Mindestens, nicht wahr? Und zum Schluss braucht man nicht Ruhe wohl, sondern Ruhe gleiten hinein in das Ganze. So ist es, gell? Okay. Ja, ich meine, das kann man aber noch. Wollen Sie an dem jetzt arbeiten? Lieber nicht. Ja, es sind auch nur wirklich ganz wenige Sachen. Ja. Ich würde sagen, dass wir es einmal wir mal durchsprechen, leise, nur mit diesem Ausdruck, der eben drauf sein soll. Ja. Aber das wird fein. Bravo. I eat my words. Ich muss sagen, er wird das können. Ja. Und es gibt nicht viele Leute, die das heute können. Nein, bravo. Selten genug, so ein Lob. Aber was muss auch alles einfließen, bis ein Lied wirklich gut ist, ganz abgesehen vom technischen Können? Fantasie, Erfahrung, analytische Schärfe, der Blick fürs Ganze und alles überstrahlt vom größten Problem, der heiklen Gratwanderung zwischen Text und Ton. Am schwersten wohl zu meistern bei den Liedern von Hugo Wolf. Die Grundlagenforschung dafür und die Suche nach den Schlüsselworten beginnt lange vor dem Singen. Der Tag ging regenschwer und Sturm bewegt. Ich war an vorher mezzo forte, jetzt hat sie ein Diminuendo und jetzt sollten sie eigentlich schon im Piano beinahe schon sein, bei dem ich war manchmal, ja, das ist ja nur ein anderer Gedanke plötzlich, ich war an manch vergessenen Grab gewesen. Und dann erzählen sie weiter, wie sie das gesehen haben. Das ist gar nichts, nur die Worte zu singen. Ich muss den Tag, wenn sie mir das jetzt singen, dann muss ich das sehen, vor mir sehen, wie das war. Sie auch natürlich. Gell? Also, zwei Takte. Der Tag ging sturmbewegt und Regen schwer. Ich war an Mann. Ich war. Ich war. Übrigens, der Tag ist Ihnen jetzt technisch nicht gelungen, haben Sie? Ist Ihnen das klar? Ist das zu offen? Zu offen. Sie wollen ein machen und es ging ganz daneben. Gell? Decken! Der Tor! Nein, nicht Tor! Nein, das nicht. Ein A, aber gedenken. Der Tag. Der Tag? Ja, nicht der Tag. Sie sagen ja selber, der Tag ging regenschwer. Und das ist nicht ein hellblauer Tag, sondern es ist ein regenschwerer Tag. Und nicht ein Tag. Na ja, wenn Sie das Gedicht sagen würden, da hätten Sie doch die Farbe. Sagen Sie es doch mal. Der Tag ging sturmbewegt. Regenschwer ging er zuerst. Ja, das würde ich aber doch einmal. Ja, und wenn Sie das nicht genau sehen, wie sollen denn diese Farben kommen? Also, sagen Sie es. Der Tag ging regenschwer. Na ja, damit Ausdruck, Kind. Ich kenne das Gedicht nicht jetzt. Sagen Sie es mir mal. Der Tag ging regenschwer. Nicht eine Rede an mein Volk, um Himmels Willen. Das ist es wirklich gar nicht. Bitte? Nicht eine Rede an mein Volk halten, sondern mir das, die Situation. Der Tag ging regenschwer. Viel tiefer. Und Sturm bewegt. Ich war an manch. Nee, auch nicht. Ich war an manch. Ist alles Quatsch. Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Doch nicht, ich war ein Mann, ich vergessen im Grab. Nicht, sagen Sie es doch mit Ausdruck. Nehmen Sie die Stimme mal weg. Singen Sie mal nicht, sondern sprechen Sie mal. Und dann versuchen Sie, den Ausdruck von der Sprache auf den Gesang zu übertragen. Nochmal. Der Tag ging regenschwer und Sturm bewegt. Sturm, sagen wir auch. Sturm bewegt. Ja. Ich war an manch vergessenem Grab. Singen Sie, sagen Sie es nicht in dem Rhythmus, sondern wie Sie es sagen würden.
Ich war an manch vergessenem Sie würden Grab. Nicht sagen, ich war an. Erfinden war Sie. An Natürlich. Manch vergessenem ich war Grab an manch gewesen. Und auch nicht vergessenem Grab, ganz bestimmt nicht, wenn Sie das sagen. Denken Sie mal Ausdruck. Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Sie denken doch dem nach, wie das war. Hm? Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Aha, ja, weiter. Na, ja, komm, geh mal. Verwittert Stein. Ja. Ja, und jetzt sollen Sie das in Ihrem Erinnerung sehen, dieses verwittert Stein und Kreuz, die Grenze alt, die Namen überwachsen, kaum zu lesen. Dann nehmen Sie es doch mal weg, das Singen, ganz weg. Verwittert Stein und Kreuz, die Grenze alt, die Namen überwachsen. Ja, denken Sie, Sie sehen sich noch da, Sie versuchen das zu lesen, die Namen überwachsen. Kaum zu lesen. Sie müssen die Situation immer, ob es jetzt ist, dass Sie jetzt etwas sehen oder in Ihrer Erinnerung etwas sehen, gesehen haben, ohne die Situation kommt der Ausdruck nicht richtig. Also jetzt singen Sie mal. Tag ging Regen schwer und Sturm bewegt. Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Wenn man Lieder singt, ist man ungefähr 10 verschiedene Personen. Man ist der, der die Stimme hergibt, der die Stimme beobachtet, der die Technik beobachtet, der die Intonation beobachtet, der die Meinung, was er denkt, der den Text überhaupt erinnert, der dazu sich erinnert, dass er den Text erfinden soll, der sich außerdem auch noch äußerlich beobachtet, dass er nicht mit dem Gesicht etwas anderes ausdrückt, als was er sagt, der aber nicht Theater spielt. Das sind, alle diese Personen sind sie in dem Moment, wo sie ein Lied singen und noch einige mehr. Das passiert alles, einer einzigen Person. Ja. Es ist wirklich ein schwerer Beruf. Wie viele Liedersänger haben wir auch auf der Welt? Können Sie mir das sagen? An einer Hand abzuzählen. An einer Hand. Ja. Es muss wirklich weitergehen. War gut. Noch mehr, deutlicher. Könnte ich. Ja. Auch nicht nach hinten. Ja. Wieder. Weit hinaus. Je mehr man das trainiert, desto mehr geht wieder ins Unterbewusste von dem, was man jetzt immer wieder bewusst machen muss. Wie zum Beispiel eben das mit dieser und das Ü, was sie halt immer macht. Je mehr man davon so arbeitet, dass es unbewusst ist, desto mehr Zeit hat man wieder für andere Sachen, die man bewusst machen muss in dem Moment. Und so gute Leute wie Sie haben wahrscheinlich dann irgendwann die Technik so weit auf den Punkt gebracht, dass sie zu 97% nur noch an Ausdruck denken können. Und deshalb wird es dann so Schwarzkopf.
Was für mich neu und interessant war, das waren diese Sachen, Muskelarbeit, was sie benutzt, eine sehr spezielle Art von ihr zu singen auch, glaube ich, was sie persönlich gemacht hat ihr ganzes Leben lang und was durchaus nicht alle Lehrer wollen, aber was, glaube ich, sehr viel hilft und was ich auch jetzt mal versuchen möchte auszubauen. Stefan Mösch, 23, war extra aus Berlin gekommen und hier zwischengelandet auf dem Weg zu seinen Eltern in Franken, wie wir ja inzwischen wissen. Im Vorraum warteten wir auch auf Helen York, liedpianistisch gebildet, immerhin von Geoffrey Parsons und Hartmut Höll. Er ist einer der besten Liedpianisten heute. Helen, du hast vorher geschaut, als ob dir ganz neue Wahrheiten aufgegangen seien am Klavier. Ja, ich kann schon sagen, ich lerne unglaublich viel bei Frau Schwarzkopf. Ja, das ist vor allem eigentlich, weil man soll in den Text noch mehr genau schauen. Es steht sehr vieles davon, Dynamik und Farben und wie man spielen soll. Und man denkt, man hat das bewusst gemacht, aber eigentlich stimmt vieles nicht. Und das lernt man vor allem von Frau Schwarzkopf. Es ist eine ganz tolle Sache, dass sie beibringt. Und auch ihre Art, das beizubringen, ist auch sehr sympathisch und dass man auch damit sehr gut umgehen kann. Überraschungen inklusive. Naja, das ist auch nicht so viel. Aber gut, versuchen wir das. Gell? Man sagt doch nicht zu einem gleichwertigen milchjunger Knabe. Sie amüsiert sich doch über das. Na, amüsieren Sie sich mal ein bisschen. Okay. Singen Sie doch mal zu ihm da unten zum Beispiel. Ja, da, der ist ein bisschen, ja, Sie sind ja, er ist gar nicht mal Ihnen gleichwertig, sondern, gell, ja. Bitte, singen Sie es mal zu ihm, singen Sie es mal. Ja, Sie müssen sich etwas vorstellen. Oder stellen sich vor, er steht hier, aber Sie sind als Person natürlich noch eine reiche Wirtin oder irgend so etwas, so eine. Okay, also, ich versuch's. Ja. Setzen Sie sich mal her und himmeln Sie sie an. Jetzt himmeln Sie sie an. Und sie, ja, so ist es. Und Sie himmeln sie an. Gell? Sie braucht ja nicht Theater zu spielen, das meine ich. Aber sie muss mal eine Gelegenheit kriegen, wo sie wirklich eine Beziehung herstellen kann. Sie muss dauernd Beziehungen herstellen, nämlich wenn sie Lieder singt. Und nicht in den blauen Himmel hineinsingen, irgendwas. Es muss zu einer bestimmten Person gehen. Nun versuchen Sie mal, gell? Aber himmeln Sie sie an. Ja, aber das sollte nicht schwerfallen. Das ist eine ganz unwichtige kleine Situation, aber trotzdem muss es seinen Charme haben und seine, auch diese altväterliche etwas, also sagen wir mal von vor 100 Jahren, diesen Ausdruck, nicht wahr? Gell? Ein bisschen. Es muss eben aus einer Situation, die damals komisch war, auch uns heute ein bisschen zum Mitlachen zwingen, nicht? Obwohl das heute ja ganz andere, aber Sie müssen ja lauter solche Lieder singen, die auch uns heutigen eben ja, ihren vollen Wert geben und den Wert von damals auch wieder hinstellen, wissen Sie? Mhm. Wenn Sie das Veilchen von Mozart zum Beispiel singen, nicht? Das können Sie nur, indem Sie sich zurückversetzen in was damals wirklich von größter Wichtigkeit war und was dadurch uns heute vielleicht auch wieder von Wichtigkeit wird. Werden sollte, denke ich mir. Nicht? Gut, also jetzt glaube ich, können wir aber schon zum nächsten fortschreiten. Wen haben wir denn jetzt? Schauen wir zum letzten Mal zu bei diesem schwierigen Übergang von einem unaussprechlichen Gefühl hin zu einer bewusst geführten Singsprache. Die Arbeit daran mitzubeobachten ist erhellend, aber auch illusionszerstörend und deshalb vielleicht wirklich, wie sie sagt, pornografisch. So. Bei Catherine MacPhail, noch in der Schule und ohne Studium, sieht man nichts von dem Schweiß, den schon ein winziges Lied kostet. Instrument und Spieler sitzen eben doch innen. Und Geistesgegenwart können wir nicht filmen. Ja, gut. Diese junge Dame ist nämlich erst 18. 19. Vielleicht gestern 19 geworden, oder? Nein. Sowas. Okay. Es war zu nett und war zu süß. Das hätte auch sein können, die Tongebung für das Veilchen oder sowas, gell? Ein böses kleines Biss. Kleine Gäste,
machen Sie mir auch nicht. Mäusin auch nicht, auch nicht. Wissen Sie, wenn Sie das machen, dann müssten Sie lachen. Liebe Mäusin, dann können Sie Haar singen. Aber sonst müssen Sie es binden. Nee? Kleine Gäste, kleines Haus. Ja. Und denken Sie dazwischen, Kind, das sind zwei verschiedene Sachen. Kleine Gäste, kleines Haus, liebe Mäuse oder Maus. Gell? Denken dazwischen, ganz schnell, immer ganz schnell. Nicht denken, es geht so brrr durch, gar nicht. Sie müssen denken dazwischen, was Sie sagen wollen. Kleine Gäste, kleines Haus, liebe Mäuse oder Maus, stelle dich nur kecklich ein. Ja, falsch, da. Vorsicht auf dich, gell? Stelle dich nur. Stelle dich nur kecklich ein, heute Nacht mein Ruhm. Singen Sie mir nicht ein. Achtung, stelle. Kommen Sie, gucken Sie mal ein bisschen mehr zu mir rüber, sonst haben wir keine Verbindung. Ja. Nein, nein, machen Sie nur. Sie schauen schon darüber so und singen Sie mal ein bisschen so. Da haben wir auch noch eine Verbindung. Ne? Okay, gut. Die da draußen, die hören Sie schon. Stelle dich nur kecklich ein. Staccato, kecklich ein. Stelle dich nur kecklich ein, heute Nacht bei Mondenschein, Mondenschein, Mondenschein. Aha, dahin muss es aber gleich gehen. Wissen Sie, der war im Kopf zum Schluss und am Anfang nicht. Haben Sie es gemerkt? Ja, ja. Na, okay, der muss gleich dahin gehen. Mhm. Gell? Und jetzt müssen wir ganz schön diese drei Diminuendo haben auf Mondenschein, Mondenschein. Und dazu soll es noch immer die Maus verführen, aus dem Loch zu kommen. Was Sie da singen. Nämlich, das ist beim heute Nacht, beim Mondenschein, Mondenschein, Mondenschein. Ja. Heute Nacht bei Mondenschein, Mondenschein, Mondenschein. Mach aber die Tür verhindern. Rennen, nicht rennen, ganz genau im Tempo. Tam, ja, tam, tam, ta, ta, tim, ta, ja, ta, ta, ta. Jetzt geht es, ne? Also. Mach aber die Tür fein hinter dir zu. Sie rennen noch immer. Fein hinter dir zu. Ja, gell? Feine hinter dir. Nicht feine, fein hinter. Fein hinter dir zu. Ja. Hast du. Na, oben, der war nicht ganz oben, der war nicht ganz oben. Hast du. Ja, und die sind ja, glaube ich, was ist denn das? Das ist ein Viertel, das erste Du? Oder wo ist es? Mama, ich sehe es nicht, kenn dir. Wo ist es denn? Es ist ein Achtel, eben. Okay, nicht zu lang, die Du's, gell? Hörst du? Ja, nicht rennen. Hörst du? Da, da. Hörst du? Bam, bam. Hörst du? Dabei hätte das. Wenn Sie es ja wiederholen, dann muss es ja ein bisschen anderen Ausdruck haben, gell? Nämlich, weil Sie wiederholen es, weil Sie der Meinung sind, das hat nicht gehört, dieses Mädchen da, gell? Ne? Hörst du? Hörst du? Komm schon. Komm. Ich will das sehen, jetzt wie die Katze dich da abwurst, ne? Ja, leider. Hörst du? Du, du, du? Hörst du? Da, da, ja, da, dein Schwänzchen. Hörst du? Da, da. Hörst du? Dein Schwänzchen. Ja. Ba, 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 ba. Oh, halt, halt, das ist Forte. Und da ist noch ein Sforzato zum Pianissimo im Forte. Das ist einer von den schwersten Takten. Da tut mir viel mehr. Hineinhauen, wirklich. Okay, okay. Ich renne nicht rennen. Heim, jetzt kommt ein Tänzchen und das wird nicht gerannt. Gell? Nachtischli singen wir, Nachtischli springen wir und machen ein Tänzchen, ein Tänzchen. Ja. Wit, 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 ja, und da weiß niemals jemand, was das eigentlich bedeuten soll, nicht? Weil es steht da rau. Ja. Und sie soll eigentlich gar kein, und es hat außerdem noch Akzente drauf. Ja. Und was, ich meine, das Einzige, wo ich drauf gekommen bin, was man wirklich sich vorstellen kann, ist, dass das Kind im letzten Moment noch einmal Mitleid kriegt, nicht wahr? Es ist noch mal weg, ja, ach, lieber geh noch mal, lieber. Na, ja, na? Ja, so was ganz Raues. Braucht kein schöner Ton sein, rau. Wit, wit,
Geh, lieber weg. Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit. Na, ja. Also. Nachtische singen wir, Nachtische springen wir und machen ein Tänzchen, ein Tänzchen. Ja, aber Sie sollen ja doch etwas höchst Vergnügliches vorsingen, dem Mäusle da, gell? Etwas ganz Entzückendes. Passt auf. Nachtische singen. Vielleicht sollst du doch lieber gehen. Na, na? Fit, fit. Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich. Nicht sentimental, das ist mit größter Schadenfreude. Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit. Meine alte Katze tanzt. Ist Tempo, meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit. Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit. Hörst du? Hörst du? Hörst du? Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Es wird noch zeitig genug vorbei. Es ist auch ein ganz großes Glück, das überhaupt zu entdecken, dass man vielleicht was kann. Das ist, glaube ich, nicht jedem gegeben und das muss man schätzen und entwickeln.